Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu My Time at Porsche. Ich habe letztes Mal ja etwas übereilt aufhören müssen, weil ich einfach die Zeit vergessen hatte. Sonst bauen wir hier einfach Kupfererz und alles ab. Und ich bedanke mich nochmal für den Tipp, wo ich Kupfererz herbekomme. Also muss ich das nicht ständig kaufen. Und bin ja eigentlich gerade in den Ruinen, um was Sinnvolles zu machen und vielleicht mal tatsächlich noch eine Feder auszugraben oder sowas. Da, guck an, da ist sogar was. Daten, ein Brillenglas, okay. Jetzt weiß ich leider nicht, ob ich für die Bronze, ob ich dafür Kupfererz oder Eisenerz gebraucht habe. Ich glaube aber, das war Eisenerz, oder? Bin mir nicht mehr sicher. Das wäre ungünstig, wenn es Eisenerz wäre, aber trotzdem. Egal, wir brauchen immer wieder Kupfererz, das passt schon. Dann kann ich jetzt hier einfach mal so ein bisschen wild abbauen. So habe ich es ja ganz am Anfang gemacht, als ich noch nicht... Als wir das erste Mal hier rein sind und ich nicht verstanden habe, wie das funktioniert mit dem Sonar. Und jetzt mache ich es tatsächlich einfach für das Metall. So. Ganz viel Kupfererz. Oh, ein Level Up. Perfekt. Dann verteilen wir doch gleich mal Skillpunkte. Ich habe heute eigentlich noch ganz viel vor. Ich wollte endlich mal trainieren und das haben wir schon. Das ist Glück. Tree Kicken. Das ist das Bergbau. Würde ich mal hier den Punkt drauf verteilen. Die Chance auf doppelte Beute. Das ist immer gut. Sieht man ja gerade. So, kann ich eigentlich das hier hauen? Nee, oder? Nee, nicht so wirklich. Okay, dann gucken wir jetzt mal ganz ernsthaft, ob ich irgendwo was finde, was ich ausgraben kann. Ja, hier zum Beispiel. Sehr schön. Geh mal direkt hier runter. Denkende Dose. Okay. Dann wieder hoch. Ich habe da oben... Ich habe ganz genau gesehen, dass hier nochmal irgendwo was war. Ich muss es nur wieder finden. Hier ist es. Und da kann ich am besten auch von hier unten, nehme ich an. So. Ach ja. Bei Sophie wollte ich auch vorbeischauen. Energiestein. Um endlich diesen Auftrag von ihr anzunehmen. Da ist was. Da graben wir uns einfach durch. Und in der Nähe ist dann nochmal eins. Ist eben gesehen. So. Ich hoffe so, dass wir eine Feder finden. Dann könnte ich nämlich tatsächlich diese olle Batterie fertig bauen. Und hier ist direkt das nächste. Tatsächlich ganz in der Nähe. Ich glaube aber, ich muss in die anderen Ruinen oder auf eine andere Ebene, um Eisen zu finden, oder? Eventuell müsste ich das dann... Alte Sprechanlage. Hatte ich die schon mal? Bestimmt, oder? Da ist was. Oh, warte mal, was ist das denn? Was ist das denn? Da ist was Lilanes. Das hatte ich noch nie. Dass es lila angezeigt wurde. Wir graben uns hier theoretisch fast an... Moment, ich mach mal was anderes kurz. So, das zuerst. Das ist näher. So. Das nehme ich zuerst. Und jetzt müsste ich hier... Genau, das... Was ist lila? Was ist lila Loot denn hier? Was ist das? Wo bin ich gerade? Und wo ist mein Loot? Was ist das denn jetzt? Warte mal, kann ich hier vielleicht in das Rohr rein? Wieso komme ich nicht an mein Loot ran? Wo ist mein Loot? Mein Loot! Das kostet mich Energie, aber ich komme... Hä? Ich fühle mich gerade ein bisschen doof. Wo ist mein Loot? Wieso... Er ist so schön lila. Ich will das haben. Und ich habe doch extra so eine bessere Spitzhacke jetzt auch noch. Ach so, verlassener Raum. Oh. Ah, ich bin so doof. Da waren eh. Was ist das? Relic Explorer. Was ist das? Wo sind wir hier? Bist du... Okay, Moment. Der sieht... Der ist eventuell böse. Lahm, schleimig. Okay. Das können wir töten.
weiß nicht, ob wir die töten müssen, aber ich hoffe, dass sie irgendwas... Oh, ich bin vergiftet worden, glaube ich. Ja, ich bin definitiv gerade eben vergiftet worden. Was ist das hier denn? Also ein verlassener Raum, ja, aber... Und da hat er uns wieder vergiftet. Okay, wir sollten sie also definitiv zuerst angreifen, weil sie uns vergiften. Was kann ich hier machen? Kann ich hier auch abbauen? Nee, kann ich nicht. Hoch auch nicht. Ist das einfach nur da, damit es da ist? Damit wir es finden können? Oder kann ich hier irgendwas machen? Können wir hier hochklettern? Es ist definitiv super cool, dass es sowas gibt. Tja, willkommen im verlassenen Raum. Oder vergessenen Raum. Aber, gehen wir mal wieder raus, ne? Das ist total interessant. Wir haben ein bisschen Leben verloren, ein bisschen Energie, aber sonst. Ich würde gerne wieder in unser Loch runter, damit ich noch ein bisschen abbauen kann. Oh, wobei es ist schon 20 Uhr, vielleicht sollte ich es auch lassen. Aber ich gehe noch einmal runter. So, mal schauen, ob wir hier noch irgendwas finden. Ja, da zum Beispiel könnten wir das hier noch uns holen. Na, das so hier. Holen wir uns das hier noch und dann gehen wir nach Hause. Ich würde gerne eine Feder finden. Geht das? Könnte ich bitte eine... Naja, leider nicht. Wenn irgendwas noch ganz in der Nähe wäre, aber das schaut schlecht. Doch, da oben. Das muss ganz, ganz in der Nähe sein. Das nehmen wir jetzt noch mit. Ich weiß. Ich habe gesagt eben nur noch das eine und dann... Aber es ist so nah. Es wäre so schade, das nicht mitzunehmen. Das war jetzt ja schon, wäre ja schon fast kriminell gewesen. Und jetzt gehen wir tatsächlich raus. Ja, bitte zum Eingang zurück. Wie cool einfach dieser Raum war. Wie schick der einfach gewesen ist. Wir gehen hier raus. Und ich hoffe jetzt einfach, dass wir Kupfererz brauchen. Für die Dingens. Für die Barren. Für die Bronzebarren. Aber ich glaube nicht. Okay. Hallo, Dr. Xu. Ich finde, das ist eine gute Hilfe und eine schnelle Lernerin. Meine Arbeit ist dank ihr so viel einfacher geworden. Das freut mich. Dann habt noch einen wunderschönen Abend, ihr lieben Menschen in Porsche. Und ich gehe wieder nach Hause. Sachen einsammeln, hoffentlich unser Töff-Töff-Haltestellchen weiterbauen und... Ja. Also schöne Dinge tun. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit zum Glück. Und den Faserstoff platziert. Jetzt müsste ich Bronzeplatten. Achso, nicht genug Material. Okay. Die Bronzerohre habe ich. Es fehlen also jetzt nur noch. Hartholzdielen fehlen auch noch. Okay. Die müsste ich jetzt aber abholen können. So, und da hinten sind Eisenbarren. Und ich schau mal eben, dass wir hier Bronzebarren herstellen. Oh, aus Kupfer und Zinn. Gott sei Dank, da können wir ganz viel herstellen. Sehr schön. So, was wollte ich jetzt sagen? Hartholzdielen kann ich einbauen. Tada, dann fehlen jetzt noch einmal diese Platten. Und das sollten wir hinbekommen. Aber nicht hier, die müssen wir hier herstellen. Warte mal, wie viele Hartholzdielen brauche ich noch? Ich brauche noch 3 Stück. Kann ich die bitte noch herstellen? Ja, komm, das Wasser können wir eigentlich auch alle herstellen. Die wären heute sowieso nicht mehr fertig. Ich hätte noch ein bisschen Energie, aber kein Baum mehr in der Nähe. Hier könnte ich Rohre herstellen. Da kann ich das noch, den Eisenbarren theoretisch einsammeln. Und das habe ich heute wieder nicht dran gedacht, zu verkaufen oder zu trainieren. Das machen wir dann einfach morgen. Aber heute war es so ein bisschen hauruck. Jetzt lege ich erstmal kurz weg, was wir ausgegraben haben. Nämlich hier die ganzen Steine und alles. Ich hab inzwischen so viele Steine. Ich versuche mal, ob ich davon nicht welche verkaufen kann. Einfach, weil es sich wirklich schon zu sehr stapelt. Der Schleim ist woanders. Das kommt auch woanders rein. Das muss echt weg. So, das sind die Dielen. Ich muss wirklich gucken, ob ich die... Und selbst wenn ich sie nur für eins loswerde. Die Barren muss ich nicht mit mir rumtragen. Hier drüben waren die... Sachen teilweise. Warte, du bist falsch. Ich sortiere sie jetzt einfach irgendwie ein. Ist jetzt auch... Ist die Kiste... Warte mal, bin ich an der falschen Kiste? Ich wollte dich haben. Du
Kannst doch nicht auch voll sein. Manu. Okay, tun wir das Brillenglas ins andere. Da weiß ich, dass schon eins drin liegt. So, weil ich es eben reingetan habe. Deswegen. Ganz so schlecht ist mein Gedächtnis dann auch noch nicht. Okay, und den Rest haben wir jetzt. Dann gehe ich mal schlafen mit unserer lieben Sora hier. Oder? Soll ich noch einen Baum suchen? Ich könnte auch noch einen Baum suchen. Beziehungsweise gucken, ob wir vielleicht... Aber ich glaube, die Bronzebarren wären nicht mehr fertig. Die Hartholzdielen. Die sind dann am nächsten Tag fertig. Hier könnte ich gucken, dass ich Holz nachlege. Und ich könnte natürlich hier auch noch ein bisschen was herstellen, wenn ich... Was brauchen wir denn noch? Ich glaube, irgendwann brauchen wir Holzkohle. Glas. Ich könnte noch ein, zwei Glas herstellen. Falls da mal wieder jemand Glas braucht. Und ich könnte aus reiner Neugier eventuell Pandamasken vielleicht mal machen. Und vielleicht irgendwann rausfinden, ob das Fledermausmasken sind. Dann muss ich tatsächlich schauen, wie man blaues Leder macht. Kann ich hier eigentlich noch irgendwas herstellen? Ja, davon kann ich drei herstellen. Und dann kann ich noch Fisch herstellen. Gut. 8 Stunden ist dafür noch genug Energie. Ja, ist noch massig Energie da. Du bist auch noch aufgeladen. Kann ich ein bisschen nachlegen. Hier müsste... Ich gucke nur gerade, ob alles noch Energie hat. Und das zum Beispiel hier braucht dringend neue Energie. So. Und dann können wir uns jetzt schlafen legen. Zack. Wir hoffen, dass der nächste Tag auch produktiv wird. Ja, bitte schlafen gehen. Tag 13 schon. Was mir einfällt, ich müsste mal wieder in den Kalender gucken. Nicht, dass wir irgendwelche Sachen vergessen. Aber das ist erst hier. Der Tag der Erinnerung. Der kam, glaube ich, auch mit dem letzten Patch zum Sternenfest oder wie es heißt rein. So. Heute ist Samstag und ich glaube, es steht nichts Besonderes an bei unserem lieben, bei unserer Versammlung. Das ist fast fertig. Ist auch einiges fertig. Das ist schön. Jetzt müsste ich eigentlich... Achso, die Platten kann ich ja noch nicht. Die habe ich ja schon drin. Ja, eine Minute noch, dann ist das hier fertig. Was mache ich jetzt in der Zeit? Ich wollte zu Sophie gehen, richtig? Ja, ich wollte eigentlich zu Sophie gehen und gucken, ob ich nicht Marthas Lieferung fertig bekomme. Oh, richtig. Und ich brauche ja... Okay, ich mache erstmal den Stall fertig. Das müsste gehen. Dann haben wir nämlich den Auftrag auch erledigt. Und langsam verdiene ich mir auch so ein bisschen Geld. Aber eigentlich müssen wir wirklich Sachen verkaufen. So, Stall fertigstellen. Dann können wir uns vielleicht ein Pferd leihen. Wie nicht genug Material. Ich habe keine Eisenbarren dabei. Oh, ich hasse es. Wenn ich das... Also, ich hasse es, weil ich hier dran denken muss, dass ich Sachen dabei habe. Hi, Emily, was gibt's denn? Da laufen sie wieder. Sie sind schon wieder ausgebüxt. Man könnte meinen, ich trainiere für einen Marathon. Ganz ruhig, ich helfe dir. Thanks for your help. These little things had enough fun time. It's time to let them rest. Okay, das war, glaube ich, mit E interagieren wir mit den Hühnern. Wo sind sie denn? Das sind die Kleinen, nicht wahr? Achso, mit F. Entschuldigung. So. Eins. Ich würde ganz gerne einfach mein Schwert auf den Rücken nehmen. Mit F einfangen, mit E absetzen. So. Die hauen die Hühner auch ziemlich oft ab, oder? So, da haben wir das letzte hoffentlich. Bitteschön. Sorry to bother you again. You're such a nice person. Kein Problem. In return, here are some eggs. I really, really appreciate your help. Kein Problem, Emily. Wow. Emily wurde deine Kollegin. Das ist sehr, sehr schön. Dann schauen wir jetzt mal, ob wir nicht Sophie finden und eventuell ihren Auftrag annehmen können. So, liebe Sophie. Hallo. Ha, ich warte auf... Ja, das wissen wir ja schon. Okay. Es ist tatsächlich einfach vertauscht. Es muss tatsächlich einfach vertauscht sein. Ich könnte jetzt hier mit ihm kämpfen, aber ich möchte nicht. Gerade habe ich echt andere Sachen zu tun. Jetzt müssten die Hartholz ziehen. Die letzte müsste fertig sein. Ich kann schauen, ob ich da nochmal welche herstellen kann, denn ich brauche jetzt ja nochmal 10, also nochmal 4 Stück nach der hier. Bevor ich das aber mache, ich habe nämlich nicht mehr genug, würde ich gerne Bronzeplatten herstellen.
Die stellen wir, warte mal, hab ich? So. Stellen wir einfach mal davon so viele her, wie es möglich ist. Und jetzt wollte ich gerade, was wollte ich jetzt machen? Oh, Kopf wie so ein Sieb, ehrlich. Mission, was haben wir hier? Treff die Haltestellen, Gefahr von Ruinen, das kriege ich noch hin. Marthas Lieferung, da muss ich mit Martha sprechen. Der Stall, ich wollte Eisenbahnen holen, richtig. Ich wollte die Eisenbahnen mitnehmen. Die muss ich nämlich, das ist das Doofe, weil ich daran gewöhnt bin, dass die Sachen in unseren Kisten sein können, habe ich jetzt natürlich nicht mehr daran gedacht, dass ich die eventuell einfach dabei haben könnte. So, jetzt machen wir den Stall fertig. Und dann gehen... Nee, jetzt gehen wir zuerst zu Martha. Und ins Forschungszentrum. Und dann machen wir den Stall fertig. Und wenn ich nebenher Arlo begegne, bin ich im siebten Himmel, weil ich mal wieder die schöne Stimme höre. Und dann fordern wir vielleicht ihn irgendwann auch zu einem Kampf heraus. Allerdings würde ich das machen wollen, wenn ich die ganzen Aufträge fertig habe. Martha. Wo ist sie denn jetzt? Martha? Das müsste der blaue Stern sein. Ja, da vorne sehe ich sie doch schon ihre Übungen machen. Hey! Ah, willkommen! Sophie fragt nach ihrer Bestellung. Oh nein, das habe ich total vergessen. Ich hatte in letzter Zeit einfach so viel zu tun. Sie hat 8 Obsttarten bestellt, aber ich habe keine Zutaten mehr dafür. Ich gebe dir das Rezept. Könntest du sie backen und dir liefern? Aber sicher doch. Oh nein, was soll ich nur tun? Danke schön. Ich lerne mal eben das Rezept. Habe ich jetzt das Rezept schon gelernt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hoffe es. Wen wollte ich gerade behelligen? Ich wollte eigentlich... Oh Gott, ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Ich wollte auf jeden Fall in die Dings. Ich wollte zu Martha gehen, genau. Ich wollte zu Martha gehen. Die habe ich nicht... Doch, die habe ich sogar dabei. Die Töff-Töff-Haltestelle. Die könnten wir auch gleich aufstellen. So, mit Petra reden, dann kann ich ihr Discs geben. Hi, did you discover something new? So. Nein. The data corruption on these discs are minimal. There should be useful info on them. We'll have some... Alles klar. Das kann ich gerade nicht fertig machen, weil ich dafür die Sachen auch dabei haben muss. Und gerade eben wusste ich, was ich machen wollte. Zumindest kam mir eine Idee. Ich müsste nämlich eigentlich die... Genau, die erste Töff-Töff-Haltestelle habe ich dabei. Die könnte ich ja eigentlich schon aufstellen. Tada! Ich kann von einer zur nächsten reisen, wenn ich mehrere davon habe. Das merken wir uns natürlich. Wer ist hier? Oh, hallo! Moment, das probieren wir mal. Hallo! Ah. This kind of weather is a test of my world. Dieses Wetter ist wirklich eine Herausforderung für seine Willensstärke. Ihm ist es also auch zu heiß. Dann trainieren wir mal. Eine Minute müssen wir durchhalten. Okay. Start. Ich will nicht. Lass mich in Ruhe. Wir müssen ihn nicht besiegen. Wir müssen nur eine Minute durchhalten. Okay, wir kriegen das hin. Autsch. Oh, der zieht uns aber ganz... Ja gut, der ist auch etliche Level über uns. Wir müssen da echt so ein bisschen... Oh, das... Oh je. Aber wir kriegen das hin. Ganz langsam, aber sicher. Wir müssen eigentlich nur überleben. Er hat nur gesagt, wir müssen eine Minute gegen jemanden von der Bürgerwehr überstehen. Wir müssen sie nicht besiegen. Und die Minute haben wir fast fertig. Oh, oh. Okay, vielleicht sollte ich jetzt nur noch weglaufen. Ja, hallo. So, Zeit überstanden. Yes, Beziehung plus 1. Sehr schön. Und ein paar Golds bekommen. You're pretty good. Good enough that I don't have to worry too much. Yay. Du darfst dir aber Sorgen um mich machen. Das darfst du ehrlich. Ich erlaube es dir. Ich freue mich ja eigentlich darüber. Okay, hoffentlich... Ah, Moment. Wir haben noch den Ofen aufgestellt. Eventuell ist darin jetzt das Rezept eingetragen worden für die Tat. Und die kann ich dann herstellen. Da muss ich nur gucken, wie genau wir die machen. Das wird gut werden. Das wird, glaube ich, sehr, sehr gut werden. Sag mal, kenne ich dich eigentlich schon, Passenger? The hazardous ruins at Portia has been my most interesting find in my few years. Also in den vielen Jahren seiner Reise waren die Ruinen hier sein interessantester Fund. Aber mit ihm können wir auch keine Beziehung aufbauen. Aber irgendjemand fehlt immer noch zum Reden.
Und jetzt habe ich keine... Doch, habe ich jetzt die Bronzebarren? Die Eisenbarren dabei? Die habe ich dabei, Tatsache. Bevor ich jetzt aber hier rüber gehe, machen wir jetzt was anderes. So, ich kann hier kurz die... Mit der 6 kann ich schnell die Dinger hier platzieren. So, jetzt haben wir hier nämlich das Ding dabei und ich kann gleich das nächste aufstellen. Ein drittes, ein letztes. Hier fehlt noch ein Rohr, oder? Nee, ich habe alle. Sehr gut. Faserstoff müsste ich auch allen haben. Die Bretter auch. Dann fehlen jetzt nur noch 4 Bronzeplatten, oder? Genau, 4 Bronzeplatten fehlen noch. Die werden hier nach und nach hergestellt. Gut. Hartholzdien habe ich jetzt noch genug. Dann kann ich jetzt rüber... Moment, ich wollte noch gar nicht rübergehen. Ich wollte hier gucken, ob ich bei der Kochstation... Gerichte, meine Favoriten. Ich finde die... Mann, oh. Oh, ich weiß nicht, wie ich die Tarte herstellen soll. Mensch. Na gut, wir bauen jetzt den Stall voll auf. Mal gucken, was dann passiert. Ich gucke auch mal ganz kurz. Habe ich jetzt irgendeine Mission angenommen, die auf Zeit geht? Marthas Lieferung. 6 Tage. Oh je. Ich kann welche kaufen oder sie selbst machen. Ich kann mal schauen, ob wir welche kaufen können. 8 Stück. Da ist keine Zeit drauf, da auch nicht. 8 Stück. Das könnte eventuell teuer werden. Na gut. Gucken wir einfach gleich mal, wie viel das kosten würde. So, jetzt habe ich aber alles dabei, was du möchtest. Wie nicht genug Material. Oh, jetzt habe ich zu wenig Hartholzdielen. Es ist doch zum Mäusemelken. Hier, gib mir die Axt, ich fäll Bäume. Das ist furchtbar. Oh! Okay, das heißt, ich brauche noch 3 Hartholzdielen. Das heißt, ich glaube, ich brauche noch 15 Hartholz. Das ist furchtbar. Ganz furchtbar. Weil ich nicht richtig hingucke. Das ist furchtbar. Also nicht das Spiel, sondern ich. Ich bin furchtbar. Ich gucke nicht richtig hin, denke, ich bin fertig. Renne und dann ist doch nicht richtig. Okay, was habe ich jetzt bekommen? 4 Hartholz. Und da ist hoffentlich nochmal ein bisschen was dabei. 13 Hartholz. Ja, sollte ja fast reichen. Ein so ein Ding würde ich gerne noch fällen. Einen so einen Baum. Nehmen wir den da hinten. Oh, woher, das ist ein Apfelbaum, oder? Nee, das ist kein Apfelbaum. Das ist ein normaler. Oder? Nee, das ist so einer mit Gummifrüchten. Gut. Dann machen wir das hier noch weg. Und dann schaue ich, dass ich diese Tarts kaufe. Weil ich halt dummerweise wirklich nicht weiß, wo ich die herbekomme. Also wie ich die mache. Der Fischbrei, vielleicht kann man den auch irgendwo kaufen. Oh Mann, oh. Ist natürlich gemein, man kann die bei Malta kaufen, aber es geht um die Beziehung mit Sophie. So, da geben wir gerne ein bisschen Geld aus, wenn wir es denn haben. Und ich fäll hier einfach nochmal einen Baum. Ihr seht davon jetzt total viel. So, jetzt sieht man ein bisschen mehr, wie wir fällen. Ich finde es übrigens wirklich schön, dass die Kleidung, dass man die sieht. Dass man auch die Accessoires und alles sich angucken kann. Theoretisch müssen wir irgendwo auch nochmal, hier könnten wir noch eine Haltestelle und hier könnten wir noch eine Haltestelle platzieren. Da müssen wir auch bei Gelegenheit hinlaufen. Aber erstmal die Tarts. Danach gucken wir weiter. Dafür brauche ich bestimmt einen Backofen. Also wirklich einen Backofen. Wie die gibt es hier nicht? Hallo. Okay, wo kann ich die Tarte kaufen? Oh, richtig. Bevor ich es jetzt ganz vergesse. Ich wollte Sachen auch noch verkaufen. Kann ich bei dir bitte Sachen verkaufen, Pauli? Ich würde gerne... Das nimmst du alles nicht an. Das könnte ich hier verkaufen. Das ist relativ teuer. Oder bringt relativ viel, aber... Kann ich hier Dinge verkaufen? Ja, da kann ich Sachen verkaufen. Gut. Ist nicht viel wert, aber hey. Immerhin werde ich die Sachen los. Das war's auch schon. Warte mal, das Schwert. So. Es tut mir so leid, dass ich jetzt Alus Geschenk verkauft habe. Kann ich die Steine? So, wir haben Steine verkauft. Notfalls könnte ich auch nochmal Steine loswerden. Und ich brauche diese Tarts. Wo kriege ich die her? What's secret? Vielleicht, wenn ich reingehe... Marshalls, ne, das kann ja auch nicht sein.
Okay, ich gehe mal in die Tafelrunde. Vielleicht kann man da die Tarts kaufen. Ansonsten werde ich einfach nach der Folge googeln, was genau ich brauche, um die herzustellen, wenn ich möchte tatsächlich diesen Auftrag erfüllen und nicht daran scheitern, dass, keine Ahnung, dass ich es einfach nicht weiß. Und wenn es dann heißen würde, ja, du musst das und das eben aufwerten. Bereit zu bestellen? Nee, wie gehen wir da? Ich wollte ja eigentlich Dinge kaufen. Da hinten vielleicht. Die Abzeichenbörse. Nein, ich habe doch keine Abzeichen. Ich bin ein bisschen verzweifelt. Kann ich hier irgendwo was kaufen? Ich will ja nichts kaufen. Ich will nicht zu Abend essen. Königlicher Salat. 20 aus. Das will ich alles ja nicht. Oder kann ich die vielleicht bei Sophie selber kaufen? Das kann ja auch nicht sein, dass ich sie bei Sophie kaufen kann, wenn Sophie die geliefert bekommen möchte. Wieso kann man die bei Martha nicht kaufen? Habe ich da irgendwas falsch geguckt oder so? Bin ich am falschen Tag da? Aber sie hat ja gesagt, ihr sind die Zutaten ausgegangen. Ich google einfach gleich, wie man die herstellen kann. Das kann es ja eigentlich nicht sein, dass wir... Ja, warte. Ja, wobei. Lass mal. Das kann es ja eigentlich nicht sein, dass wir... einfach nicht... Das ist doof. Das finde ich ganz, ganz blöd. Also ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich das gucke, ob ich es rausfinde. Ich gucke übrigens jetzt auch nochmal, ob ich hier vielleicht schon mal eine Haltestelle aufstelle. Dann ist Stall. Ja. Wenn meine Hartholzdielen schon fertig sind, aber die sind noch nicht fertig. Ich habe ja erst die... Eigentlich ist es noch relativ früh. Moment. Die Dinger hier. Aber ich glaube, ich habe eine zu wenig. Ich habe eine Platte zu wenig. Wie lange brauchst du denn noch, liebe Platte? Eine ganze Weile, oder? Na gut. Ansonsten bist du fertig, richtig? Ich habe eine Bronzeplatte noch. Warte mal, was macht eigentlich mein... Was macht mein Gemüse? Okay, könnte ich auch mal wieder düngen am nächsten Tag am besten. So, das mitnehmen. Das mitnehmen. Der Stoff ist fertig. Mal einsammeln einfach. Oh wow, Eisenbarren sind viele jetzt fertig. Ich hoffe, das wird... Ich würde das gerne... Das hier auch noch fertig machen. Dann könnte ich beide gleich aufstellen, wisst ihr? Und ich bräuchte... Was bräuchte ich denn noch? Ganz viel eigentlich. Ich bräuchte Hartholzdielen. Ach so, Benzin aufgebraucht. Ja, dann füllen wir doch mal nach. So. Benzin aufgebraucht, dann tanken wir doch mal wieder. Da hinten könnte es auch langsam mau werden, fürchte ich. Oh, wir haben ja genug Holz. Und hier... Oh, jetzt habe ich genug. Oh, perfekt. Tada. So, jetzt habe ich alles dafür. Dann würde ich jetzt tatsächlich die Haltestellen aufstellen. Versuche noch beide heute zu schaffen. Für die eine muss ich bis zum Hafen, das könnte knapp werden, aber auf jeden Fall die hier an der Mündung sollte ich hinbekommen. Da unten sehe ich es schon glitzern. Ja, naja, ich bin mir nicht so sicher. Also ob ich die zweite am Hafen auch noch fertig bekomme. Also ich muss halt danach wieder nach Hause kommen. Das ist ein bisschen doof. So, hier. Dürfte auf Haltestelle platzieren. Bitteschön. Und jetzt rennen wir einfach ganz fleißig. Boah, das reicht doch im Leben nicht. Da komme ich zwar noch... Wobei, wir haben ja eigentlich noch über 3 Stunden. Ich könnte sogar noch hinhauen. Zumal ich ja eigentlich hinterher mit dem Töff-Töff fahren kann. Ich weiß nur nicht, wie lange das wieder dann dauert. Aber doch, das kriegen wir hin. Wir haben bis nachts um 2 Zeit. Juhu! Dann haben wir wieder eine Quest fair. Oh, das ist so toll. Heute ist viel passiert, oder? Das war in der Folge, wo wir in diesem Geheimraum gelandet sind. Also, Geheimraum, wisst schon, in den Ruinen halt. Eine Feder habe ich aber trotzdem immer noch nicht gefunden. Zweite, dritte. Ich habe sie für irgendwas, für die Falle habe ich es benutzt. Wenn ich gewusst hätte, dass ich in die Falle noch einen Köder reinlegen muss, ganz ehrlich, dann hätte ich es nicht... Was ist das denn? Ah, das sind Steine einfach. Okay. Tada! So, Töfter-Faltestelle fertig. Was muss ich jetzt noch machen für die Quest? Erzähl mir das bitte.
Das ist fertig. TÜV-TÜV montieren. Das braucht noch eins. Das kann ich dann auch machen. Ja, die habe ich jetzt ja platziert. Vielleicht muss ich dann mit Gail sprechen bei Gelegenheit. Oder ich habe nachher was in der Post oder so. Sehen wir dann. Jetzt muss ich erstmal wieder nach Hause. Ach ja, ach ja. Es war jetzt ein ereignisreicher Tag und ich glaube, dann war es das auch für die Folge erstmal. Sobald wir zu Hause sind und schlafen, beende ich das mal kurz. Und dann google... Ich darf es nicht vergessen. Ich google dann... Warte mal, hier kann ich... Oh, das sind Gelbchen. Oh, das sind Pferde und Schar... Oh Gott, ich liebe Tiere hier in diesem Spiel. Kartoffelsamen. Sind die nicht einfach herzallerliebst und bezaubernd? Ich will Kühe und Schafe und Schweinchen. Ich will alles haben. Was bist du? Was? Nein, ich will nicht. Oh Gott. Kann ich das bitte lassen? Nein, ich will nicht. Kann ich bitte... Ich hab einfach mal beendet. Das möchte ich heute nicht mehr machen. Aber interessant. Hier kann ich also einfangen spielen. Das ist schön. Das probieren wir auf jeden Fall nochmal aus. Wenn ich nicht gerade eigentlich die Folge beenden will und den Tag vor allem beenden möchte und ich nicht weiß, inwiefern uns da vielleicht doch Zeit verloren geht, wenn wir das machen. Außerdem würde ich das ganz gerne am Tag machen, wenn ich ehrlich sein soll. Aber ich finde das so toll, dass es hier so viele Spiele halt einfach gibt, die man noch nebenher machen kann. Das ist total schön. So, in ein paar Sekunden ist das fertig. Dann kann ich schon mal die Hartholz-Dielen wieder herstellen lassen. Die restlichen, damit wir den Stall herstellen können. Ich hoffe, ich habe genug. So, das ist fertig. Hartholz-Dielen. Dann lassen wir doch gleich alle 6 herstellen. Gut, und am nächsten Tag sollten die eigentlich nicht alle fertig sein, aber so viele fertig sein, dass wir tatsächlich... Ich tanke hier mal wieder auf. Dass wir tatsächlich dann... den Stall auch fertig machen können. Dann gehen wir mal hier rein. Und das Schwert hat eigentlich ziemlich viel gebracht, muss ich sagen. Das würde ich mir so fast merken. Wo habe ich denn den Tiercode hingetan? Ja, ich und wenn ich immer vergesse, wo ich das... Da ist der Pups. Hier. Samen, die könnte ich dann einpflanzen bei Gelegenheit. Essen. Richtig. Oh, das mache ich noch schnell. Fisch. Ich weiß, ich habe noch Fisch, den ich grillen kann. Und ich darf nicht vergessen, googeln, wie man die Pasteten oder die Tarte macht. Ich habe kein Salz mehr. Okay, vergesst es. Ich gehe schlafen. Es hat heute keinen Wert mehr. Okay, ich bedanke mich also dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet bei My Time at Porsche. Wenn ich dann hoffentlich endlich weiß, wie man mit dieser Quest weiterkommt. Vielleicht auch, wie man ein Feuerwerk benutzt. Macht euch bis zum nächsten Mal noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und bye bye.